mache ich jetzt? Oh, 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 oh. Interessant. Jesus Gott. The media room. If we are lucky, we get to watch a movie as part of the lecture. Okay, also wenn wir Glück haben, schauen wir uns im Unterricht einen Film an. Kannst nicht bitte Oberschenkel mit den Krallen, bitte nicht. Danke. Okay, es gibt noch weitere Türen, habe ich gesehen. Was zur Hölle bist du und was willst du? Kommt denn näher? Was ist das für eine? Ja, der Grabstein trägt den Namen von Weidhundchen. Jetzt gehe ich mal wieder raus und gucke, ob der Kamerad vielleicht weg ist. Weiß nicht, ob ich mich so lustig daran vorbeischleichen kann, wie an den... Ne, der erwischt mich auch so. Aha. War jetzt doof, ne? Da hätte ich jetzt... War das jetzt richtig so? Hätte ich die Stäbchen nicht nehmen sollen, ne? Ich glaube, ich hätte die Stäbchen nicht nehmen sollen. Was bedeutet das jetzt? The Lantern Spectre once roamed. Was? You will remain unseen if your face is turned away. It smells your fear. Do remember to hold your breath. Okay, redet mit mir. Okay, klasse. Also das Gesicht immer davon abwenden sozusagen und eben das Übliche machen, ne? The distressed cries of the weak. Irgendwelche Schreie der Schwachen. You find yourself powerless. Also wenn du dich selbst ja machtlos findest, wiederfindest. Aber okay. Ich verstehe. Also hat man hier jetzt quasi den. Ja, also gut. Dieses Riesending da, also dieser Riesenkerl, der macht mich tot, egal wie. Habe ich das Gefühl, zumindest. Obwohl mir gerade erklärt wurde, dass er mich eventuell nicht sieht, wenn ich das Gesicht nicht... Wenn ich mein Gesicht verberge. Aber wie soll ich denn vor dem mein Gesicht verbergen? Sie kann ja leider nicht rückwärts laufen, das Mädel. Aha, Filmchen. There are various films on this regal. Einige Filme auf diesem Regal. They seem to be all tangled together, soll das heißen. Irgendwas mit zusammengeschnitten vielleicht. The film in the video room is being projected from here. Our military education class often played political propaganda. Okay, also der Film, den wir vorher gesehen haben, im Media Room, über dem Grabstein, der wird wohl von hier abgespielt. Und im Unterricht zur Militärausbildung wurden oft solche
politischen Propagandafilme gezeigt. The instructor always has a million things to say about whatever happens in the film. Okay, also der Instructor hat immer jede Menge darüber zu sagen, was in dem Film passiert. Are there any other films I can play? Gibt es da andere Filme, die ich abspielen kann? Oh, why is this dish? Hier ja nicht. Habe ich was dabei? Ah, okay. Ich habe auf jeden Fall ein Stäbchen noch. Okay, und ich habe auch das Spirit Money. Ich kann alles tun, was ich will. Nur nicht einen anderen Film angucken. Tangled Together. Ich weiß nicht, was das heißt. Also, jetzt hat mich diese Riese hier erwischt, ne? Das ist jetzt halt so. Hier sind wir auch schon wieder. Ich glaube, wenn ich einmal hier hinten war, dann kommt der hier vorne. Nee, okay, ist jetzt noch alles gut. Ich gehe trotzdem nochmal in den Vorführraum. Ist ein bisschen anders, der Film, ne? Grabstein steht auch noch das gleiche. Okay, ein bisschen andere Bilder jetzt. Jetzt nicht mehr. Okay. Also, mit etwas Pech, dann ist jetzt das Riesenbaby wieder da mit seiner Laterne. Wenn wir Glück haben, nicht. Any other films to play? Vielleicht sind, also hier jedenfalls nicht, ne, haben wir festgestellt. Vielleicht finden sich irgendwo noch Filme. Kann sein, ich muss später vielleicht nochmal wieder hierher kommen. Also jetzt waren wir oben, jetzt waren wir unten. Da kommen wir immer noch nicht rein, alles zugebuchert mit Wurzeln. Da geht es bestimmt noch aufs Dach gegen später, unter Umständen. Okay. Da waren wir schon, ich weiß. Ah, das ist... Weiß ich nicht mehr genau, was hier war. Also diese ganzen Püppchen hier. Da war dieser Ofen zum Schluss. Ich hätte mich gerne mal in meinem Büchlein informiert. Hier könnte ich jetzt das Spirit Money verbrennen. Will ich nicht. Ich versuche mal unten im Keller. Vielleicht kann ich auch beides machen, aber ich denke mal eins davon wird schon alles sein. Frage ist, ist im Keller jetzt alles in Ordnung oder? Ja. Alles wieder gut, alle wieder mit Sachen im Rücken. Hat doch ihre Mutter irgendwas erzählt. War sie denn das aufgeschrieben, beziehungsweise hatte ich das gelesen? Ich hätte es gerne nochmal gelesen, was hier zuvor stand. Auf jeden Fall fühle ich mich aber irgendwie hier hingezogen und nicht wirklich zu dem Spirit Money Verbrenner. Der ist ja vorher hier verschwunden. Gehen wir mal zu diesem Altar da oder wie auch immer man das nennen möchte.
Also sie tut es, wie es ihre Mutter tat, aber nicht mit denselben Intentionen. Sie möchte nur die Götter quasi befragen, ob sie einfach wie sie selbst leben darf. What was that sound? Ah, was war das für ein Geräusch? Nichts Gutes vermutlich. Gleich gibt's auf die Fresse. Ah, ich gehe mal zurück. Vielleicht ist die Tür aufgegangen da hinten. Vermutlich nicht, aber man kann ja mal schauen. Nö, tschüss. Ja, nicht, dass jetzt gerade das Tor hier unten zu ist und ich komme gar nicht mehr hoch. Das muss man überraschen. Warte, die Zelle war auf, die Zelle war auf, die Zelle war auf. Die Zelle war auf, ich muss da hin. Ich muss es prüfen. The prison gate is open. Ja, die Zelltür ist offen. The wood token on the statue's back is loose. Lose. Ja, siehst du mal. Jetzt habe ich das. Okay. Naja, dann muss ich das mit dem Feuer aufmachen. Mit den, ihr wisst schon. Dann kriege ich da nämlich jeweils einen so ein Dings da für die große Tür hinten. Was ich den Jungs dann in die Hand legen kann. So, werf mal rein. Otherworldly spirits, I offer this spirit money to ask for your protection. Okay. Also andersweltliche Geister, ich biete euch dieses Spirit Money, spirituelles Geld, wenn man es will, um nach eurem Schutz zu fragen. Das Feuer ist ausgegangen. Und was haben wir da? The furnace is suddenly gone cold. It's something in there. Es ist auch plötzlich alles kalt geworden. Und es ist etwas darin. How can this be? It should have been reduced to ashes if it was inside. Okay, wie kann das sein? Es hätte zur Asche werden müssen, wenn es da drin war. Ist es aber nicht. Item received. Feathers. Irgendwas wird gefiedert. Oh, Jesus. Was mache ich jetzt? Oh. Interessant. Jesus Gott. Oh je. Aber jetzt habe ich wenigstens alles wieder. Okay. Ich vermute, dass vielleicht auch mit den Enden was damit zu tun hat, ob ich hier sterbe oder nicht. Ich glaube aber auch, ich wäre da schleichend und mit angehaltener Luft und so weiter jetzt nicht durchgekommen. Oh, hi. These human-like objects are filled with evil over time. Diese menschenähnlichen Objekte haben sich mit Bösem gefüllt über die Zeit. Deal with them as with the lingered. Okay, also wie verfahren wir die wie mit den anderen auch? Also so. Ja? Was auch immer da jetzt auf mich zukommt. So I collect them all. Scavenged from all the pain in the world. Sie sammelt sie alle. Aus dem Schmerz der ganzen Welt irgendwie zusammen. Die Straße ist zusammengestürzt. Und da ist kein Weg zurück. Der Fluss des Lebens fließt. Seelen, weiß ich nicht genau, sinken und steigen. The past is a walk in the mist und, ach, es geht aber. Leaving us this empty world. Ja, ist gut, ne? Soll ich dir noch weiter zuhören? Weil du redest mir auch ziemlich schnell. Jetzt bist du weg, ne?
Ja, also komme ich teilweise mit dem Lesen wirklich nicht hinterher. Ich bin ein relativ langsamer Leser, muss ich dazu sagen. Ich bin sogar ein sehr langsamer Leser. Und dann komme ich halt nicht mit. Du schon wieder. Ja, ja gut, nochmal höre ich mir das nicht alles an. Scheint spirituell angehaucht, angehaucht zu sein, die Dame. Foul thoughts gather and accumulate. They begin to twist into a monstrous storm. Ich muss das vielleicht, glaube ich, irgendwie erstmal... Ich muss mir den Stream selber angucken, um zu lesen, was da steht. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hier. Also deal with them like with the Dingsbums da. Also so. Wollte ich vorher eigentlich sogar schon machen. Aber ich habe gedacht, erstmal gucken, ob es vielleicht auch so geht. Jedenfalls hier, jetzt war ich oben, jetzt war, da war ich noch nicht, da komme ich auch gleich noch hin. Jetzt muss ich aber erstmal, ich habe meine beiden Dinger, ne? Jawohl, nach ganz rechts, um das große Tor zu öffnen. Oh, a note. Nee, oder? Habe ich das vorher übersehen? Lantern Spectre. An illustration of a Lantern Spectre. If you chance upon a Lantern Spirit, avert your gaze and stand unmoving. Alles klar, ich hätte mich also nicht bewegen, gar nicht bewegen dürfen, als er kam. When it comes near, still your breath. Do not panic and it will keep on moving. Okay, ich hätte A, mich nicht bewegen müssen und B, Atem anhalten. Okay, und mit den anderen Gestalten haben wir jetzt eben gesehen, war es genauso wie mit denen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Auf jeden Fall weiterlaufen, aber da hätte ich jetzt bei dem Kerl stehen bleiben müssen. Hätte ich die Notiz mal vorher gelesen. Aber ich habe die echt übersehen vorher. Speichern wir mal. Werde ich nicht allzu viel nachholen, wenn ich jetzt wieder sterben sollte. Aber es scheint ja doch, also diese ganzen Sammelgeschichten jetzt von den Sachen, die hat es ja jetzt auch so gespeichert, ohne dass ich zwischendurch speichern war. Das wäre jetzt auch was gewesen, das alles nochmal zu machen. So, aber welcher von den beiden bekommt denn jetzt was? Da muss ich leider nochmal zurückgehen. Aber ich meine, der Rechte bekommt dieses mit den Federn. Moment, ich hab die doch im Buch. Die Lloyd. Ja, der bekommt der mit der Zunge. Die haben beide die Zunge so raushängen. Aber der Weiße bekommt das mit den Federn. Ich würde ja sagen, das Rechte ist der Weiße, ne? Ja, haben wir vorher schon gelesen, ihre Hände sehen aus, als sollten sie etwas halten. Okay, es war jetzt also auch nicht die Wahl, hier zu gucken, wer kriegt was, sondern ich hätte es einfach mal machen können, glaube ich. A chill air drifts in. Auf jeden Fall irgendwie welche Luft dringt herein. Oh my goodness, where are we? Wo sind wir? A copper statue of the president. Hi. Also eine Statue des Präsidenten. Was Copper heißt, weiß ich leider nicht. Aber wahrscheinlich Beton oder was weiß ich. Stahlblech. Keine Ahnung. It can be seen from almost anywhere in the school. Okay, man kann es von überall, oder man kann sie von überall in der Schule aus sehen. Es fühlt sich an, als würde ich beobachtet. Na, dann gehen wir doch wieder. Bis jetzt hatte ich noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwo mich entscheiden könnte für einen Weg oder für den anderen. Was irgendwie ein anderes Ende da triggert.
Aber gut. Geben tut es zwei. Wir kriegen davon nur eins. So. Ja, jetzt gehen wir halt einfach nach links. Diese Tür probieren wir später. Ich will erstmal wieder gucken, was hier alles ist. Schriftzug kann ich nicht lesen. This office is blocked off by a fence. Office? Was ist denn für ein Office? Layers of barbed wire. Okay, also da sind Schichten Stacheldraht drüber. Und sie hofft, dass sie sich nicht darin verfängt und sich das Fleisch aufreißt. Stillstehen. Dann machen wir es jetzt vielleicht ein bisschen anders. Jetzt muss ich aber nochmal. Okay, also ich probiere es jetzt auf jeden Fall mal damit, mich umzudrehen, ihn nicht anzuschauen. Ich werde ja wahrscheinlich nicht, ich lese das nochmal schnell. Ah ja, hab schon alles. Ich werde ja nicht umhinkommen, ihm zu begegnen. Aber ich kann wenigstens mal in die Tür gehen. Gut, dass ich das jetzt schon mal gemacht habe. Vielleicht kann ich ihm ja auch so entgehen. Wieder diese Schutzdinger dran. Das ist ein Telefon. Werden wir so gleich benutzen. Nichts Wichtiges im Bücherregal. Das kommt mir bekannt vor. Ja, das steht auch im Dings Principal's Room in der Schule. Da ist ein Schlüssel drin. Fürs Dach. Interessant. Okay, okay. Ja, das ist tatsächlich das Außen-Principals Office, das Telefon, ja. Könnte ich jetzt sogar was wählen? Bringt ja nichts. Okay. Also Schlüssel fürs Dach.